Logbucheintrag Nummer 26, Captain Kirkbeard an Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Unserem Außenteam ist es mittlerweile gelungen, in das Piratenlager einzudringen. Sie haben allerdings erbitterten Widerstand vor sich. Zum Glück sind wir Zwerge, wir sind standfest und schlau. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Oder Sie kriegen das besser hin, während wir hier ausharren und für Sie beten. Ja, irgendwie müssen wir das ja hinkriegen. Wieder den Smash Fist erst einmal auf Standard setzen, Shadow schnappen. Den ersten wegballern. Warten, bis sich das erholt. Noch einen wegballern. Warten, dass wer kommt. Ins Leere ballern. So. Den da erledigen. Am besten mit Smash Fist und Shadow, weil sonst der Forcer hinten wieder ins Piratenlager reinstößt. So. Ich würde ja am liebsten jetzt warten und gucken, ob mein Safe Bar wieder angeht, aber nein. Das heißt, wir müssen das ziemlich am Stück lösen. Das Problem ist, hier ist auch nichts, was wir in irgendeiner Art und Weise nutzen können. Jetzt könnte ich speichern. Okay, speichern wir mal, weil das war eigentlich ganz gut, der Start. So, du ziehst dich mal zurück. Und wartest, bis der auf dich zukommt. Okay, das war nur ein halblebiger Schuss oder fast kompletter Schuss. Aber es hat gereicht. Ich nutze lieber jetzt mal den Shadow, um so viele wie möglich auszuschalten und oder zu mir zu locken. So. Der Schuss war nicht ganz toll, aber er reichte. Der hat auch gereicht. Okay, es ist Quicksave-Zeit. Ich kann meinen Forcer leider nicht einfach so darunter schicken. Eigentlich würde ich ja jetzt gerne, dass genau der da durch die Tür kommt, sich umsieht und stirbt, bevor er die restlichen rufen kann. Eigentlich genau die da. Aber die kommen wohl so oder so. So. Nein, nicht im Sumpf feststecken. Das ist ungesund. Dich da hätte ich gerne weg. Das hat nicht so geklappt, wie es klappen sollte. Jetzt ist mir der Forcer ertrunken. Das klappt. Das klappt nicht wirklich. Das war daneben. Bewegt euch einfach hierher. Heilt euch. Und du, Rundumschlag. Und ihr alle drei mal auf Aggro.
nicht den da hinten, den da. Um den da kümmert sich mein Shadow, wollte ich eigentlich sagen. Das wird jetzt gleich die beiden mitteilen, aber das ist... Oder wenigstens ein von den beiden, aber das ist mir egal. Nee, 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 nee. Du alleine. Holst den Stein. Der da kann ruhig nochmal mitgeheilt werden. Ja. Okay, ich kann immer nur eine Ladung haben. Schade. Sag bloß, das Schiff kommt jetzt nicht mehr. Oder muss ich erst in die Nähe der Tür gehen? Wow. Ja, ich muss erst in die Nähe der Tür gehen, dass das Schiff kommt. Okay. Gleich in den Pause-Modus. So. Du renn die um den Haufen. Du volle Breitseite. Du auf die da Pfeilregen. Du da lang Schuss. Du irgendwo reinrennen. Rundum Schlag. Sehr schön. Du noch den mal aus. Du kümmer dich um den da hinten. So. Und jetzt belebt den da wieder. Ah, so, das ging einigermaßen diesmal. So, gucken wir mal, was jetzt kommt. Don't be afraid. We came to rescue caravaners. Ja. Hi, I could escape anytime. Patrols rarely reach this place, but there's a mighty shaman in this camp. His anger is terrifying and his ghostly look is impossible to hide from. If any of the pirates feels alarmed, the shaman will sense that and all the camp will rise up against the intruders. Okay. Got it. We'll deal with the shaman and free the caravaners. Mhm. Okay, das hier ist jetzt... etwas pikanteres, sage ich mal. Wir müssen nämlich zuerst gucken, dass wir einen Weg zum Schaman finden, den Schaman ausschalten. Ohne bemerkt zu werden. Das war nichts. Das heißt, ich muss jetzt hier mich ein bisschen mehr konzentrieren. Das war wieder nichts. Ich brauche nicht da in die Richtung feuern. Wenn ich dahin feuere, werden die beiden es bemerken, oder? Ja. Ja, er hat es gemerkt. Okay, das hier ist jetzt wieder richtig Stealth-Mission. Ich muss mich langsam vorarbeiten, muss gucken, dass ich viel mehr zwischen den Verstecken hin und her
springe. Und zu dem Schaman rüberkomme und ihn töte. Weil sonst habe ich wirklich wahrscheinlich das gesamte Gebiet gegen mich. Und hier sind mehr als genug Gegner, die mir Probleme machen können. Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Von hier aus komme ich nur hier hin höchstens. Nur noch da zurück. Ob eine Staubwolke den Schamanen alarmiert? Eher nicht wahrscheinlich. Mal kurz Pause machen, so. Kann ich Pause machen und hier und dann hier? Jawohl, das hat geklappt. So, du bist mir eigentlich im Weg. Würde dich irgendwer bemerken, wenn ich dich ausschalte? Ich probiere es einfach mal. Wenn ich ihn mitten, natürlich mitten ins Lager reinbolze, dann bemerkt sie jeder. Ja. Okay. Shadow. Also ja, das gerade eben hat ziemlich gut geklappt, dahin zu dashen. Also werfen. Das hat der jetzt bemerkt. Der ist im Weg nämlich. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Shadow. Ich könnte wahrscheinlich ein paar ausschalten, wenn keiner hinguckt. Den da zum Beispiel, wenn ich den über die Brüstung bolze, dann sieht das keiner, aber nee. So, von da aus müsste es dann gehen, aber. Da drüben hin. Den da wahrscheinlich in das Gebüsch bolzen. Du bist mir immer noch im Weg. So, jetzt geht das aber. So. Und so. Gut. Jetzt warte ich, bis die sich beruhigt haben. Die bemerken zwar den Nebel, aber sie wissen nicht, was das ist. Sie können es nicht als Feind identifizieren. So, genau. Alle wieder schön ruhig.
Könnte ihn theoretisch eigentlich auch haschen. Aber ich glaube, wenn ich ihn so wegschieße, geht das auch. Genau. Dadurch kann ich den Hasch nämlich ein bisschen aufladen auch. Weil das bemerkt echt keiner. Wenn ich den töte. Und ich kann die Energie da einfach aufsammeln. So, darüber haschen. Genauso wie es wahrscheinlich vielleicht keiner bemerken würde, wenn ich die beiden darunter schieße. Oder? Nein, das hat keiner bemerkt. Ich bin aber jetzt mal skeptisch beim Speichern. So. Es hat einer bemerkt. Okay. Weil da ist auch eine Patrouille lang gelatscht. Gut, lassen wir die erstmal. Die Patrouille ist nämlich da lang gelatscht. So, jetzt bin ich kurz vor dem Schaman. Der hat, wenn ich richtig sehe, zwei Wächter. Drei Wächter, glaube ich. Den kann ich ruhig runterstoßen. Fällt keinem auf. Jetzt ist die Frage, der Schamane wird kein One-Hit-Wonder sein. In welche Richtung starrst du? Du starrst weg. Das ist okay soweit. Das Problem wird eher hier sein. Den würde ich gerne mal einloggen, wenn ich ihn sehe. Genau, so. Na. Oh, der Schamane hat mich gehört. Na, das hat ihn jetzt nicht getötet. Das war schlecht. Aber wie immer. Abschluss, Logbucheintrag Nummer 26, Captain Kirkbeard. Wie wir erfahren haben, von unserem Außenteam erfahren haben, leitet ein mächtiger Schamane dieses Piratencamp. Wobei mächtig relativ ist für uns Zwerge natürlich. Laut den gefangenen Höhlenbewohnern hat er die Möglichkeit, das gesamte Piratenlager zu alarmieren und gegen unsere Zwergenbrüder aufzuhetzen. Sie haben gefunkt, dass der Shadow des Außenteams eine Infiltrationsmission unternommen hat, um den Schamanen zu erledigen. Hoffen wir mal das Beste für sie. Kirkbeard, Ende.